Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Das reicht. Los, komm. Jody, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Servus Community. Ja, wir spielen wieder Beyond Two Souls. Nun ja, meine lieben Leute, wir haben eine ganz kurze Episode gehabt. Ich wollte jetzt nicht reinquatschen. Ich wollte den Vater jetzt nicht irgendetwas tun, ja, und ihm definitiv nicht irgendwie verletzen. Wir haben schon genug Sachen gemacht, ja, und auch die Geschichte in der letzten Folge war absolut nicht okay und ist total schlecht ausgegangen letztendlich. Wir hatten noch Glück, dass uns die zwei gerettet haben. Und ja, unsere Eltern, besonders der Vater, will mit uns scheinbar nicht viel zu tun haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, schauen wir, wie es weitergeht. Und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Gut, schauen wir mal, was abgeht. Navajo, na gut. Dann schauen wir, was Navajo ist. Wir haben ja schon einiges erlebt in dem Spiel. Okay, das könnte nach der Flucht sein aus dem Polizeirevier. Vom Anfang. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Machen kann ich mit ihnen aber nichts, glaube ich. Nee. Oder gibt es gar nichts. Scheint so, wie wenn wir da wirklich nur gehen können. Navajo könnte natürlich ein Indianerreservat sein. Sehr freundlich. Und vielleicht helfen uns die Indianer mit Eden irgendwie ins Gleichgewicht hochzukommen. Dahinter ist ein Schild, das ist gut.
lauter freundliche Menschen. Es wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Ja. Ja, hier hat uns das gezeigt da drüben. Das ist schon mal sehr positiv. Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Nein. Ich suche nur einen Platz zum Schlafen. Für ein paar Stunden vielleicht nur. Und dann bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ja. Sparso, Akurinao, Tobone, Tarahe, Dinne. Tote je, Kopnoastrad, Bendeko, doch krach. Ado, Bendego, no doch, doch. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Ich hoffe mal, dass das gute Indianer sind. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Söhne sind einmal sicher nicht begeistert, dass wir da sind. Interessante Szenerie. Jetzt trinke mal was, Jody, weil das wird aber am wichtigsten sein. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Seid ihr Pferdezüchter? Ja, Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus.
Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Hm. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Das denke ich mal. Was ist los? Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Das ist komisch. Kommst du mit? Das ist sicher. Entschuldigung. Etwas eigenartig. Was ist das genau, vor dem wir Angst haben? Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind doch so Wesen, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Zieh dich lieber an, Jodie. Ich glaube, wir müssen da bald. Asche. Was macht Ihnen solche Angst? Geht aber nichts, wenn wir rausgehen. Okay, ich kann mich vielleicht doch wieder hinlegen. Glaub's aber nicht. Interessant, was da losgeht. Thank you.
Aber zumindest einmal aufgeschlafen. Kalt? Wow. Du sahst fertig aus. Boah, der schreckt dich nicht weg. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber setz ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Das würde nicht schaden. Ja. Und finden tut uns dort keiner. Glaube ich. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Natürlich. Klar. Da hätten wir eine Zeit lang Ruhe, aber dieser Typ oder was auch immer das für ein Wesen war, das, ich fürchte, mit dem werden wir noch Bekanntschaft machen. So, du bleibst also eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Danke, Judy. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Natürlich machen wir das. Aber die Oma weiß was. Also die redet, die weiß, um was da genau geht. Bin ich sicher. Schau, wie traurig die schaut. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten.
Ich hoffe, das macht ihm nichts aus. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Der Heuboden. Wir wollten ja zum Heuboden. Genau das da drüben. Die weiß, was da genau auf sich hat. Leider Gottes sagt sie nichts. Hilf mir, Aiden. Verdammt, sagte Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Na, Jody. Pack's irgendwo hin. Danke, Jody. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Wenn wir mit der Oma wenigstens reden könnten, wäre cool. Setz dich doch. Danke. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Na, die haben Angst. Gerne hier draußen. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Puh. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Das war nicht der Wind. Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Ja. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Also behalte einen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja. Ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns.
Er wird uns das sagen, hundertprozentig. Oder die Großmutter. Na toll, Jody. So, was jetzt? Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Sein Name ist Arschki. Ich werde mich einmal bereit machen, weil das fürchte wieder Quicktime-Geschichte. Hey, Arschki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Ruhig. Danke. Nein, Aiden. Das müssen wir zwei allein ausmachen. Ist die Frage. Direkt in die Augen schauen, ihn über nichts. Probieren wir es einmal wieder runterschauen. Siehst du, Arschki? Gar nicht so übel, oder? Dann gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Bring ihn auf die Koppel. Okay, und wo muss ich da raus? Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ladies first. Kein Problem für mich. Die sind total hilfsbereit. Sie haben aber ein Geheimnis. Dieses Wesen, was da gekommen ist, das ist definitiv nicht wirklich so prickelnd.
Aber es gibt zumindest ein bisschen Frieden und ein bisschen Luft. Und das, aber das Wesen hat dann ums Gefallen gefunden. Ja, das haben wir gedacht. Growl. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jolie. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Naja, so ist es nicht. Hinter dir, Jody, hinter dir. Bin mir nicht sicher, ob wir da richtig sind. Wow. Schon wieder auf der Flucht, schon wieder ein dezentes Quicktime. Ja, genau. Echt. Boah. Schüttel. Nein, 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 du nimmst mich nicht mit.
Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Yeet so. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. So, meine lieben Leute, das war's wieder für eine Folge Beyond Two Souls. Ja, die Indianer waren sehr hilfsbereit, hatten ein Geheimnis. Wir haben dieses Geheimnis aufgedeckt, was, ja, ich hoffe, dass wir da noch helfen können, weil sie helfen uns und wir haben einen gewissen Frieden. Sie finden uns dort nicht, sie können uns dort nicht jagen. Ich glaube auch nicht, dass sie wissen, wo wir sind. Und denk mal, wir werden dann in der nächsten Folge sehen, wie wir uns direkt diesen Geistern stellen, bin ich überzeugt davon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.